Hallöchen zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy 9. Bevor das Video losgeht, kurzer Reminder, hierbei handelt es sich um eine Stream-Aufzeichnung. Also wenn ihr nichts verpassen wollt, schaut gerne auf Twitter oder Twitch vorbei für den Streamplan. Und nun, viel Spaß mit dem Video. So, dann rollen wir mal wieder. Nee, irgendwo. Genau. Schurring. Genau, Dämonen. Ja, nimm einfach alles, was du hier kriegen kannst. Wobei, nee, hat er einen Diamant. Ich wusste Diamanthelm. Oh, habe ich den nicht gekauft? Oh, ich bin so dumm, Alter. Ah, ich muss gleich nochmal rein. Wieso, das passiert auch nur mir, ne? Irgendwas, was wir zwei haben? Ah, hier. Das gute Rotkäppchen. Ländern. Und du bekommst. Ich glaube, ich gebe ihr erstmal die Elfenflöte. Kann sie das wenigstens durchmachen. Oh ja. Eigor hat noch einen ganz, ganz langen Weg vor sich. Holy shit. So. Lass mich in Schluss. Ey, dass ich den... Markshop. Kaufen. So. So. Hat er jetzt ein Item. So wie es sein muss. Rein in die gute Stube. Wahrscheinlich ist das hier, ne? Sonst hätten sie die Insel nicht da drinne. Was sind wir denn hier?
Warte mal. Hä? Was ist das für eine tote Insel? Ist ja nichts. Oder ist jetzt hier Super Secret Mobs? Aber den können wir einen reindrücken. Der 800, ja, der macht jetzt halt. Schalten wir Body. Ist okay. So, wie viel Schaden macht sie dann? 1600. Aber wo sind wir? Warte mal. Wir sind bei 2000. Ach, scheiße. Komm. Unlucky. Na gut. Müssen wir ihn nochmal suchen. Nice. Achso. Wurde komplett gebaitet gerade. Ich dachte so, boah, geil. Okay. Das wird nichts. Das heißt, ich kann potenziell ein... Naja, ich könnte mit beiden angreifen. Warte mal. Dafür müsste ich halt erstmal Dings skippen. So. So machen wir es halt. Dann ist es halt so. Dann machen wir das so. Oh, okay. Mal kurz Feinkontakt ausmachen, einfach nur weil ich wissen will, was ich hier. Also. Ja, es ist halt, ne? Fanmonea Insel. Okay. Wo sind wir denn da? Hier sind meine. Mein Heliger hat so geil geparkt, dass ich da nicht reinkomme. Na, was bekommen wir? Wer ist das denn? Der sieht aber besonders aus. Diamanten. Haben wir einen Diamanten? Ich hab keinen Diamanten. Ach ja, Das ist ja schade. Normalerweise tradest du die ganzen Sachen. Entspann dich doch mal. Hallo. Sind wir denn hier? Ah. Ach du Scheiße. Wait, aber die City ist doch komplett. Das Ding ist doch komplett optional, oder nicht? Oh, weia.
Oh, welch Freude, euch hier anzutreffen, Zidane. Oh, du bist doch die aus Clara. Was machst du denn hier? Nach der Zerstörung Claras wurde mir bewusst, wie abgeschirmt wir doch eigentlich waren. Abgekapselt von der Außenwelt werden wir wieder völlig hilflos sein. Deswegen habe ich mich der Wissenschaft hingegeben. Damit ich später beim Wiederaufbau Promethea und Claras nützlich sein kann. Der Gründer dieser Stadt war ein erzzentrierter Wissenschaftler namens Daguerreo oder so. Dieser Aufbau funktionierte. Er funktioniert wahrscheinlich auch per Hydraulik. Ein Rechenhebel. Bin beschäftigt, verschwinde. Das ist ja so ein eules Rätsel. Oder nicht? Wird eine absolute Katastrophe.
Was? Was hat denn der Schönes? Runenschwert. Ein Warenkorb. Obeliskenlanze. Tigerkralle. Schaden schaue ich, glaube ich. Na, egal. Dämonenpanzer. Den habe ich nicht. Und eine Edelrüstung. Na, sieh einer an. Sieht doch alles schon gelohnt. Grummel, Grummel. Ich kann es einfach nicht finden. Wo steckt bloß das Buch? Da, die Bestie und ich. Schriften sind Freude für ein ganzes Leben, selbst wenn man sie zu Ende gelesen hat. So leben sie doch im Herzen weiter. Und diese Erinnerungen nimmt man mit sich in den Tod. Okay. Hier ist der Leseraum. Für die beim Lesen eingeschlafen, haben wir einige Hängematten angehängt. Nein. No, thank you. Von unten ertönt ein Geräusch. Schauen wir uns gleich an. Das liegt an deiner falschen Interpretation. Haha, nichts für ungut. Sei herzlich willkommen. Mensch, wieso verstehst du denn nichts? Huch, Kundschaft. Ich bin hierher gekommen, um eine andere Arbeitskraft als Nebel oder Feuer zu verwenden. Aber das mit dem Wasser ist mir alles ein wenig zu kompliziert. Das ist wohl die Kraft der Drachengötter, was? Theorie stützt sich auf die Existenz zweier Monde, aber ihre innerplanetarischen Umlaufbahnen. Der vierarmige Günther. Du bist wohl auch auf Schatzsuche in Dagureo. Was? Einen Kollegen rieche ich 10 Mal gegen den Wind. Ich bin in diesen Kreisen übrigens auch nicht ganz unbekannt. Aber deswegen werde ich dir natürlich nicht gleich meine wahren Namen verraten. In unseren Kreisen bekannt jeder einen gewissen Rang zugewiesen. Was hast du denn überhaupt für einen Rang? Rang E? Da muss er noch ein bisschen reinhängen. Dies ist Dogereo, der Ort, an dem Wissen und Wasser zusammenfließen. Was darf sein? Hm.
Futsch. Crap. Das ist ja doof. Alter, guck mal, der Schurkenring ist übrigens 50.000 wert. What the fuck? Wait, hat Quina nicht noch einen Gaia-Kittel? Hätten wir auch die. Ach Mensch. Letzte, da bekomme ich auch keine Briefe mehr, Kupo. Schade. Ein neuer Kupo und er will mir nichts geben. Das ist ja wieder wirklich herzallerliebst. Hier ist wirklich auch alles voll automatisiert, ne? Was ist denn hier los? Steht die Soße ja bis unten. Da liegt was im Wasser. Ah. Caporius. Probably ein Sternzeichen. Was steht da? Die Kraft der Drachen in diesem Stein. Da soll wohl ein Stein platziert werden. Vielleicht ein Jadestein? Ja, du kannst halt die Aquamarinen bekommen. Aber ey, wir haben halt schon zwei. Was will ich damit? Mit dem Müll. Also hier. Weiß ich nicht. Pile of books. Das Läuten der Glocke, den Nebel verlassend, der Nebel dran trieb, die Bestia und ich, Gaia, Schwarzmagi heute. Letzter. Ich dachte, das wäre irgendwie immer noch gleich Text, aber nee. Was sehe ich anders? Es ist die poetische Ausstrahlung des Mondes, die die Menschen in ihren Bann zieht. Wie denkst du darüber?
Siehst du? Er stimmt mir zu. So, jetzt bloß tot mal. Das sehe ich anders. Siehst du? Er stimmt mir zu. Ich habe mich gerade mit dir unterhalten über Notwendigkeit und Starten. Die Notwendigkeit des Staates ist nichts weiter als eine Lüge, verbreitet von falschen Politikern. Das sehe ich anders. Einzeln können wir nicht viel ausrichten, aber ein Staat kann unsere Meinung vertreten. Alles Lüge. Siehst du? Aber wir scheinen uns ja prächtig zu verstehen. Ach ja, hier, nimm das als Studierender, brauche ich das nicht mehr. Irgendeine Werfkarte? Irgendwie nicht so. Ja, man konnte sich jetzt zwar quasi zwischen oh. Ups. Gut. Vielleicht habe ich das in Klammern nicht gelesen. Wenn du quasi bei der Händlerin jedes Mal zugestimmt hast, dann hätte sie dir eine Meteor-Karte gegeben. Und in Klammern steht, which is a better item. Well. Was soll ich sagen? Wäre doch zu ein. Ja. Stimmbruch für der Zehnjährige. Wäre doch aber zu einfach. Aber gut. Ich bin müde. Ich muss jetzt, keine Ahnung, nicht ins Bett, aber. Holy shit. I'm done for today. Ich meine. Wir haben okay-isch was geschafft. Ich meine, so viel war es tatsächlich nicht. Ich meine, wir haben. Ja, wobei, wir haben schon was geschafft. Ich meine, wir haben die Burg komplett gemacht, die jetzt auch nicht wirklich berauschend war. Die war sogar relativ kurz. Ich hätte mir da ein bisschen mehr gewünscht. Allein weil du, ich weiß nicht, man hätte irgendwie mehr mit diesem, dass irgendwie alles verdreht ist, spielen können. Ja? Dass man irgendwie sagt, okay, was ich halt erwartet habe, dass wenn man rausgeht, okay, das ganze Ding dreht, oder wenn du rausgehst, dass sich diese ganze Burg dreht, weil, ne, wie Zidane am Anfang meinte, ja, die sieht ja aus, als wäre sie umgedreht. Und ich meine, so sah sie auch aus. Deswegen ging ich davon aus, dass vielleicht sagen, okay, die ganze Burg wird gedreht. Und dann kannst du da quasi nochmal rein. Und dann ist es so, dass du potenziell mit deinen stärksten Waffen reingehen sollst. Oder mit deinen stärkeren Waffen. Weil dann quasi diese Verdrehung, oder diese umgekehrte Physik von dem Dungeon sich wieder aufhebt, aber ist leider nicht passiert. Deswegen relativ schade. Aber nun ja. Dafür haben wir doch gegen Ende noch mal ein paar schicke Waffen bekommen. Werde ich mir jetzt auch nicht anschauen. Können wir uns vielleicht beim nächsten Mal anschauen oder so. Und ja. Dann können wir potenziell am Freitag je nachdem, ob ich mich schlau gemacht habe bezüglich den Mogris und den Sternzeichen, das abgrasen und dann können wir weiter mit der Story machen. Weil es kann sein, dass wir potenziell jetzt echt Schlag auf Schlag uns Richtung Ende bewegen. Was okay wäre. Ich meine, wir haben mittlerweile schon eine ganz gute Zeit in dem Game.
gespielt. Aber ja. Werden wir sehen, wie sie das handhaben. Ich meine, es wird noch einiges auf uns zukommen. Aber ja. Ich bezweifle, dass die Mogris, dass es noch weitere Mogris gibt. Ich denke mal, wir werden relativ am Ende sein mit den Mogris. Aber ja. Potenziell fehlen mir jetzt, glaube ich, noch 4 Sternzeichen. 4 oder sogar schon 3. Ich weiß gar nicht mehr. Wie viel habe ich denn jetzt gesammelt? Ich glaube, ich habe noch 1 bekommen, ne? Ja, hier. Ach, krass. Dogas Artefakt. Auch interessant. Ich kenne Doga nur von Final Fantasy 14, deswegen bin ich gerade ein bisschen verblüfft. Mhm. Schick, schick. Ja, wir waren ein, Dings bekommen. Wir können uns auch nochmal durchlesen. Der Capricornus, ein hetekisch, was? Hektischer. Ich bin's auch wirklich sehr, ne? Aber gut. Ich bin müde. Der Capricornus. Ein hektischer, er ist ein hektischer. Er rennt zur Sonne und hat er sie einmal erklommen, macht er auf hier ein kleines Nickerchen. Okay. Wild. Aber gut. Wenn es das ist, was ihm gefällt, dann soll man ihn nicht aufhalten. So, jetzt aber for real. Ich würde sagen, das. Aha. Nicht vergessen. Ach komm, hier. Das war's von mir. Morgen dann Ender Lilies. Und am Freitag dann, wie gesagt, Final Fantasy. Aber ja. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag. Man hört sich, man sieht sich. Bye bye. Das war eine weitere Folge Final Fantasy 9. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann schaut gerne in die anderen Projekte rein. Oder seid beim nächsten Stream dabei. Das war's von mir. Bye bye.